Die heftigen Unwetter der vergangenen Woche haben in den Bundesländern große Schäden angerichtet. Nach wie vor sind hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In Ober- und Niederösterreich sowie in Salzburg berichten die ORF-Landesstudios vom aktuellen Stand der Dinge. Unermüdlich decken die Einsatzkräfte Dächer notdürftig mit Planen ab. Doch Bilder wie diese zeigen noch die Wucht, mit der das Unwetter den Ort getroffen hat. Zuerst der Hagel, dann heftige Niederschläge. Wir waren schon verzweifelt. Was willst du machen? Wir waren bis um 12 Uhr auf und haben nur überall mit Mistschaufeln das Wasser zusammen in der Wohnung. Schaufel nasse geschüttet und mit Kieben. Ja. Wir waren fertig. In der Not haben viele Bewohner noch versucht, die Wassermassen aufzufangen. 20, 30 Wasserkübel und Schaffeln und alles Mögliche aufgestellt, dort wo es runtergetropft ist, das Wasser bzw. runtergeronnen, haben am Fußboden überall Handtücher, Decken, alles was verfügbar war, aufgelegt. Das Dach ist aber komplett zerstört, genauso wie viele andere in der Ortschaft. Es sind jetzt über 400 Häuser, die was wir schon abgearbeitet haben. Wir schätzen, dass wir so ungefähr 95% der Häuser sind betroffen. In Allensteig und in Schrattenberg sind seit Donnerstagabend an die 3500 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Ja, dieses System des Katastrophenhilfdienstes der niederösterreichischen Feuerwehren hat sich wieder mal voll bewährt. Wir haben über 5000 Feuerwehrmänner und Frauen in Bereitschaft, die in kürzester Zeit sofort vor Ort helfen können. Das zeichnet uns aus und ich glaube, das ist auch einzigartig in Europa. In Allensteig sind die Schadenskommissionen unterwegs, um die Schäden aufzunehmen. Doch bis die Dächer repariert sind, dürfte es noch Monate dauern. Viele Betroffene zittern deshalb schon vor den nächsten Unwettern. Wir schauen schon, es kommt schon wieder schwarz. Oh Jesus, Wahnsinn. Aber im Winter darf keiner kommen, weil da sind die Pläne auch fort. Wenn man hier einen Blick auf den Ortskern von Reichenau im Mühlkreis wirft, hat man das Gefühl, der Megahagel hat es auf fast jedes Dach abgesehen. Planen, wohin man schaut, denn die Feuerwehren haben am Donnerstagabend nach dem Hagelunwetter sofort begonnen, die schwer beschädigten Dächer zu sichern. Reichenau war im Epizentrum, kann man sagen, vom Hagel her. Es hat über 80 Objekte betroffen, wobei teilweise die Dächer stark bis massiv zerstört wurden. Wir sind unterwegs und da decken die Dächer ein, beziehungsweise da haben wir es halt notdürftig mit Planen sichern. Es ist alles kaputt. Mein Mann hat dann schnell einen Alarm abgesetzt, also einen Notruf angerufen. Das mit der Feuerwehr hat super funktioniert. Die waren binnen in kürzester Zeit da, haben geschaut, dass wieder irgendwie dicht wird, größere Schäden verhindert werden. Also ein großes Danke einfach. Aber auch Kramerstetten hat der Hagelsturm, der von Walding Richtung Norden gezogen ist, nicht verschont. Feuerwehren aus allen Landesteilen sind gekommen, um die hiesigen Helfer zu unterstützen. Alleine rund 100 Freiwillige aus Welsland und Steierland. Ja, es ist so, dass natürlich da in Kramerstetten noch viele Objekte sind, die beschädigt sind. Man hat jetzt priorisiert noch Wohnhäuser, landwirtschaftliche Gebäude, restliche Gebäude. Einfach um zu schauen, dass alles, was natürlich mehr gefährdet ist, was kritischer ist, wenn in den nächsten Tagen wieder irgendwann mal Regen kommt, Wasser eintritt, damit die Objekte einmal so weit gesichert sind. Man opfert die Freizeit, ja, aber das tut man ja gern. Wenn man sieht, dass man helfen kann, ist ein gutes Gefühl. Auch in Kirchschlag wurden etliche Häuser beschädigt. Auf Höhe von Helmond-Süd dürfte der Hagelsturm dann an Stärke zugelegt haben. Dächer wurden hier regelrecht zersiebt, Dachziegeln wie Geschosse durch die Luft geschleudert. Hier auf diesem Standort kann man wahrscheinlich von einem kleinen Tornado sozusagen sprechen, wo wirklich Hagel, intensiver Wind zusammengekommen sind und das natürlich eine zerstörerische Kraft hat. Noch ist kein Ende der Aufräumarbeiten in Sicht, denn viele Schäden werden erst jetzt augenscheinlich, nachdem Hausbesitzer ihre Dächer genau unter die Lupe genommen haben. Insgesamt sind rund 1000 Objekte in den Mühlviertler Gemeinden betroffen. Am 22. Juni trifft ein Unwetter mit Hagelschauern den Flachgau. Im Bereich Seekirchen und rund um den Wallersee sowie weiter Richtung Talgau entladen sich die Schauer. Neben Schäden an Gebäuden werden auch landwirtschaftliche Flächen, wie hier ein Maisfeld in Seekirchen, massiv beschädigt. Durch das, dass ich einen Mostbetrieb habe, also Stiermostbetrieb, ist ja mein Hauptfuttermittel der Mais. Und also 80% von der Grundfutter ist jetzt der Mais, was ich brauche. Zurzeit habe ich noch Kapazitäten bis Ende des Jahres, ich sage mal so September, Oktober.
und dann brauche ich wieder den neuen Mais, den was man jetzt zusammengehauen hat. Also da muss man sich überlegen, entweder mit dem neuen Mais, der was wieder aufwächst, oder ich kaufe dann nur ein paar Hektar zu. Wirtschaftlich ist natürlich ein großer Rückschlag. Ja. Zum Hagel kommt starker Wind dazu. Der verursacht, wie hier im Thalgauberg, schwere Schäden in den Wäldern. Auffallend war bei den Unwettern diese Woche ihre Ausdehnung mit einer Breite von 4 bis 6 Kilometern und einer Länge von über 80 Kilometern. Die Hagelkörner waren jetzt ja nicht übermäßig groß oder außerordentlich groß, sondern der starke Wind hat das Futter niedergelegt und dann regelrecht zerfetzt oder zermulcht. Und das hat einfach den riesigen Schaden dann verursacht. Wir gehen schon davon aus, beziehungsweise spüren das schon jetzt die letzten Jahre, dass die Hagelhäufigkeit und auch die Intensität schon sehr gestiegen sind. Vor den Unwettern dieser Woche sind die Böden durch die Hitze und Trockenheit in den vergangenen Wochen strapaziert worden. Es gibt da von Seiten unserer Pflanzenbauabteilung Forschungen schon über trockenheitresistente Pflanzen, ich sage jetzt Luzerne, Klee oder auch der Klemmer Fitte Wald, der was jetzt in aller Munde ist, ist sicher eine gute Entwicklung, wo das hingeht. Gegen Trockenheit kann man eben pflanzenresistente Pflanzen pflanzen, aber gegen Hagel, da gibt es eigentlich gar nichts. Also wenn der Hagelschauer kommt, dann ist innerhalb von wenigen Minuten das kaputt und ich kann nicht eine Maispflanze züchten, die was hagelresistent ist, weil die gibt es nicht. In Seekirchen soll morgen noch ein schnell wachsender Mais gesetzt werden, dass zumindest ein Teil noch im Herbst geerntet werden kann.